Ein Liter Benzin, 60 Pfennige. Die Erhöhung der Treibstoffpreise löste bei den Unternehmern und Chauffeuren des Kraftfahrgewerbes im gesamten Bundesgebiet zahlreiche Protestaktionen aus. In Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden und an anderen Orten versammelten sich Tausende von Fahrzeugen zu großen Kundgebungen. Lastzüge, Omnibusse, Taxis und Privatwagen beteiligten sich an den Demonstrationen. Mit Plakaten und Flugzetteln wurde die Öffentlichkeit über die Auswirkungen der radikalen Preiserhöhung informiert. Nach Angabe der demonstrierenden Organisationen wird der Wirtschaft eine jährliche Mehrbelastung von 360 Millionen D-Mark auferlegt.